Hauptgrund war ein Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen. Aus diesem Grund wurden auch 3 Feuerwehren alarmiert. Was habt ihr an der Unfallstelle für Lage vorgefunden? An der Unfallstelle waren 2 Personen im PKW nicht eingeklemmt, aber schwerst verletzt. Nach Eintreffen der Rettung wurde beschlossen, diese Patienten über Befreiung durch Entfernung des Daches und der Fahrzeugteile zu retten und bergen. War das für die Feuerwehr durchaus einfach möglich oder war das eher ein wenig eine schwierige Rettung aus dem Fahrzeug? Die Rettung selbst war nicht so schwierig. Problem war einfach die Verletzung der eingeklemmten Personen, da der Notarzt bis zum Eintreffen eine gewisse Zeit braucht und die Personen einfach starke Schmerzen gehabt haben.